Hans? Ja? Bei dir am Händler steht noch ein Traktor mit Sämaschine. Also der Abflug funktioniert schon mal besser wie der von damals. Fragst den Harry, ob du sein Auto kriegst. Harry, krieg ich dein Auto nicht? Der drückt ja vor der Arbeit. Ja. Okay, dann muss ich wohl laufen, wo ich will. Wenn ich es dann wieder bekomme. Muss ich wohl oder übel laufen, tut mir leid. Der drückt sich einfach, was ist da los? Was ich und ja, beim Händler würde doch noch ein Gerät stehen. Bin ich ja gerade am Laufen, ich muss ja aber. Oh, ich hab viel Schmerz. Oh. Oh, Schmerzen bei Gehen. Und habt ihr schon. Haben wir schon einen Häcksler, mit dem wir das dann ernten? Erstmal Frühling. Ja, aber man muss ja mitdenken. Den darfst du dir dann kaufen, Harry. Ich? Ja, du willst ja die Pappeln ernten, oder? Ja. Natürlich. Aber wo ist denn da so ein? Ja, das gibt's nur von Holland, so nach. Ich kann's aber, glaube ich, auch an andere Geräte dran machen. Was ist? Kann's aber, glaube ich, auch an den Ding dran machen. Einen anderen Rostelmesh oder so. Ah, okay. Oder ja. Krone. Ja, den Krone, der. Bisschen teuer. Krone ist mein Leben. Von nix kommt nix. Jo. 10 Minuten später kam auch die Antwort. Ja. Yeah. Verzögerung durch den Funk. Wir pflanzen da quer an. Ja, ich? Bitte längs anpflanzen, sonst musst du ja immer quer ernten. Okay. Aber geht doch recht flott zu dritt. Viert. Jo. Oh Mann, bist du eingeschlafen? Ah, okay. Ja. Neumann. Links. Ja? Bist du eingeschlafen? Ja, Feierabend. Die anderen sind gleich hinter dir. Ach, passt schon. Okay, Marlon, dann machen wir dazu. Jo. Jo.
Scheiße. Bild für Götter. Ihr drei nebeneinander da. Ja. Warum zählt denn der Neumann so weit drüber? Eieiei. Weil du. Hallo, alles gut? Weil du. Was? Weil du eben mittendrin standest. Ja, ich muss vielleicht auch zuerst mal rückwärts rüberfahren. Ich fahr jetzt hier weiter. Eine Spur kann man ja, dann fahren wir alles platt, wenn wir dann müssen rüber wieder. Da ist genügend Platz für eine Spur noch. Ja, ja. Ja. Aber dann, wenn wir müssen. Vergiss es. Nicht unbedingt, wenn ich da rein. Streitet euch nicht, seid an. Oder pflanzt an. Ich bin der Einzige, der nicht rummeckert. Das heute. Nicht toll. Hans, du bist sonst immer der rummeckert. Ja, deswegen ist es ja ein Erfolg, dass ich jetzt mal nicht rummecker. Ja. Applaus für dich. Applaus für den Klaus. Ho, ho, ho. Hans-Peter fährt in. Nein. Ich mach dann noch eine bis zwei Stunden nach meiner. Alles mit ein, zwei Stunden. Nicht mit ein, zwei Stunden, sondern mit ein, zwei Spuren. Sollte bei einem Flugwettbewerb mitmachen. Ich weiß ja nicht so recht. Was weißt du nicht? Ob du da wirklich mitmachen solltest? Wenn ich dich und deinen LUler da gesehen habe, dann würde ich auf jeden Fall gewinnen. Man weiß es nicht. Komm, das bisschen Tiefe einstellen und hin und her fahren, das kann ja wohl jeder. Boah. Bin bald durch. Ja, du. Hat mir doch gutes große Gerät unter Nagel gerissen, oder? Wenn du gleich fertig bist, dann steige ich da ein und mach Feierabend. Dann mache ich erstmal Mittagspause. Dann mache ich einen Feierabend hier. Denk dran, Hans, alkoholfrei. Das ist ein Bier am Abend. Alkoholfrei. Oder gar nichts. Alkoholfrei mit Alkohol, ja. Wenn du wieder rückfällig wirst, dann bist du ganz schnell aus dem Gemeinderat. Ich werde nicht rückfällig, das ist ein fucking Abendbier. Alkoholfrei. 0,0. Du meinst 100,0, ja. Dein Suchtdruck, den möchte ich nicht haben.
Das war ein Spaß. Das ist Ehrsucht. Hört sich schon so an. Ich muss mal weg, ich hab noch einen Termin. Mach's gut. Du machst keinen Feierabend. Ah, 5 Minuten noch. Bis morgen, ne? Der Neumann auch weg, oder wie? Nee, ich stell den nur ab beiseite erstmal. Weil mein gutes Stück ja jetzt gleich fertig ist. Baruna? Baruna? Ja. Willst du auch so ein Prachtstück haben? Zahlst du? Könnte man später drüber reden. Nee, die Hupe gefällt mir nicht. Oh, bitteschön. Dankeschön. Gut, aber Harry. Ja. Ja, Ballett ist leer. Marlon? Ja. Noch 7000 Liter unten bei uns. Könntest du dann demnächst abholen? Ja. Irgendwann, wenn du das in dem ersten hast. Ist noch was drin, Harry. Jo, den nehme ich. Passt. Und wie sieht es bei euch aus? Ist der Harry im CB-Funk? Ja. Jo, Harry, ich fange an zu schwaben. Jo. Passt. Was seid ihr unten? Hälfte ist durch. So, der hat keine Vorwärts-Rückwärts. Ging ja jetzt recht flott da unten schon, ne? Wir waren zu viert am Rackern. Muss ja irgendwie gehen. Naja, im Grunde haben wir sogar mehr als die Hälfte. Aber ein Zustand ist das nicht, das sage ich euch. Was hast du gesagt? Eine bescheidene Arbeit ist das. Ah. Jo. Ich glaube vor allem eine eintönige. Was machst du hier eigentlich im CB-Funk? CB-Funk sein. Willst du mit den coolen chillen oder was? Eigentlich will ich nur wissen, was abgeht. Alles, was nicht fest ist.
Bomben-Joke. Nee, Trueness. Reicht bei dir noch eine Reihe, Harry? Ja, ich habe jetzt 3%. 70 Pappeln habe ich noch. Eine reicht fast, eine Reihe noch. 200 waren drin. Ja. Dann machen wir Mittag. Wisst ihr, wie viele Pappeln? Lade ich auf eine Currywurst ein. Wie viele Pappeln habt ihr gepflanzt? Knapp 5000. Stabil. Nach der Mittagspause geht's weiter. So, ich hab jetzt leer. Ja. Stell's an Zeit, der muss man dann da. Hans muss da nächstes Mal noch welche nachliefern. Oder wir müssen nochmal rüberfahren. Harry! Jo? Mach jetzt auch mal Mittagspause. Ja. Gut. So, Harry. Jo. Currywurst. Ja, gerne. Hol mir ja eine von Minxie King. So, also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne bei dem Harry Hofer vorbei. BlackBeast86 auf YouTube. Oder dem DarkRaySex YouTube. Und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.